Hallo Leute, mal wieder ein recht herzliches Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, und zwar habe ich mal wieder eine Anfrage bekommen, wie meine Landschaft später aussehen soll, beziehungsweise wann ich endlich mal eine mache, mit Straßen und Bergen und so weiter. Und ja, dazu muss ich halt konkret sagen, ich bin tatsächlich gerade in Arbeit, das zu realisieren. Ich habe mir diesen ersten Berg hier auch schon gekauft. Ich finde, dass er hier recht gut in die Kurve reinpasst. Und ich bin auch am Überlegen hier, beziehungsweise ich mache es hier, eine Landstraße zu bauen über den Bahnübergang hier durch bis zum Ende. Da ist auch eigentlich schon eine, halt nur eine unsichtbare. Das ist das Problem und ja, und ich möchte halt da eine Landstraße dann machen. Da werde ich so schwarzes Tonpapier kaufen und weißes draufkleben. Und dann habe ich eine schöne Straße. Und hier hinten will ich ja, wie gesagt, eine Berglandschaft machen. Und die soll so bis, ja hier bis zu diesem einen Stromleitungsmast gehen. Der andere kommt dann weg. Und da soll so eine kleine Berglandschaft bis hier so entstehen. Die hier so hoch geht, würde ich sagen, so bis hier. Oder ja, hier so. Und die dann ja auch bewohnt ist mit Menschen und sowas. Das Problem ist halt nur, ich brauche dafür halt Pappmaché natürlich jede Menge und Leim und so weiter. Und natürlich dieses grüne Streuzeug, dieses Gras auch von noch. Und das habe ich halt zurzeit leider noch nicht. Aber ich bin gerade dabei, das mir das zuzulegen, mal dafür ein bisschen zu sparen. Auf jeden Fall wird es noch, bis ich das Zeug habe. Also die Straßen werde ich mir jetzt möglichst bald zulegen. Die werden im nächsten Video so in 2-3 Wochen schon da sein. Aber diese Berge, die werden erst so, ja, erst so vielleicht so in 2 Jahre ist nicht so viel, vielleicht so 1,5 Jahre erst kommen, leider. Ah, okay, aber so viel dazu. Ich habe erstmal hier meinen neuen Bahnübergang eingebaut, dann den Berg. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ich konnte euch ein bisschen dabei weiterhelfen, wie meine Landschaft später aussehen wird, wie ich das gestalten werde und wann das kommt. Und ja, ich freue mich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.